Die Review-Time und allgemein alle Videos erscheinen momentan regelmäßig oder gar nicht. Und das tut mir leid. Aber auf Twitter unbedingt folgen und auf meinem Vlog-Kanal unbedingt abonnieren. Da gibt es bald viel mehr Infos dazu. Jetzt aber erstmal zum eigentlichen Video. Eigentlich gibt es von mir ja bloß Videos zu abgeschlossenen Anime. Reaction natürlich ausgelassen. Allerdings braucht man Himegoto nicht zu Ende zu sehen, um sich irgendwie eine Meinung dazu zu bilden. Aber mehr dazu nach dem Intro. Himegoto ist eine Manga-Adaption, die momentan im japanischen Fernsehen erscheint. Alle 12 Folgen von Himegoto werden von Asahi Productions produziert. Das Ganze ist ein Short-Anime, das bedeutet letztendlich, dass alle Folgen von Himegoto nur 4 Minuten lang sind. Himegoto wurde von Crunchyroll lizenziert und erscheint dort auch mit deutschen Untertiteln. Genretechnisch würde ich das Ganze eher in Highschool-Comedy und Moe und Ecchi einbinden. Wobei noch ein ganz wichtiger Faktor zu Himegoto dazukommt, nämlich Crossdressing oder Genderbender. Genderbender? Oh Mann. Also, hier ist die Story. Unser Hauptcharakter, Hime Arikawa, hat sich sehr, sehr hohe Schulden bei den Yakuza eingebrockt. Beziehungsweise seine Eltern haben es ihm eingebrockt. Und deshalb wird er von ihnen verfolgt. Sie zwingen ihn, Frauenkleider anzuziehen und wollen ihn so auf dem Schwarzmarkt verhökern. Doch dann kommt die Rettung. Der Schülerrat seiner Schule, der nur aus Mädchen besteht, rettet ihn. Um irgendwie seine Schulden wieder loszuwerden, muss er einen Vertrag unterschreiben. Dieser sagt jetzt allerdings aus, dass er von nun an als Hund des Schülerrates gesehen wird und muss natürlich auch so gehorchen. Hime muss also nun nach diesem Vertrag sein ganzes restliches Schulleben als Mädchen verkleidet verbringen. Was ich vorab zur Story sagen kann, ist, dass ich sehr, 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 sehr genau an den Manga gehalten wurde. Und das finde ich richtig, richtig gut. Nun aber zum eher schlechten Teil. Das Ganze ist nun mal ein Crossdress-Anime. Das bedeutet letztendlich, Männer kleiden sich wie Frauen und man sieht dann auch ganz spezielle Panty-Shots, wenn ihr versteht, was ich meine. Die Comedy- und Highschool-Comedy-Aspekte sind richtig, richtig gut gemacht und auch teilweise richtig witzig. Aber eben dieses Crossdressing war verdammt awkward. Dieser Anime hätte mir richtig, richtig gut gefallen können. Das hat er auch getan. Aber nur, wenn man dieses Crossdressing ausblendet. Aber dadurch, dass dieses Crossdressing einfach da ist, macht es das Ganze einfach irgendwie zu Bullshit. Der Stil ist irgendwo eigen, aber irgendwo auch sehr, sehr generisch für Highschool-Comedy-Geschichten. Das Ganze sieht sehr farbenfroh aus und wie ein generischer Highschool-Comedy-Anime. Das Ganze ist sehr farbenfroh und es gibt hier und da immer mal diese überzogenen Reaktionen. Natürlich, wie ich es schon angesprochen habe, jede Menge Panty-Shots. Panty-Shot hier, Panty-Shot da. Allerdings sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus. Das Opening und das Ending sind richtig, richtig gut. Das sind richtig gute Lieder, die ich mir auch immer gerne wieder auch so anhöre. Allgemein gefällt mir die Musik im ganzen Anime sehr, sehr, sehr gut. Die Stimmen klingen irgendwie richtig gut auf die Charaktere und auch die Hintergrundmusik ist gar nicht schlecht gewählt. Eigentlich ist Himegoto also ein richtig guter Highschool-Comedy-Anime mit toller Musik und schlecht aussehen tut er auch nicht. Auch die Untertitel, die deutschen von Crunchyroll, sind richtig, richtig gut gemacht und ich habe noch keinen Fehler darin entdeckt. Aber die Story rund ums Crossdressen machen diesen Anime verdammt awkward und ziehen das einfach damit runter. Das hätte richtig gut werden können, aber der Hauptplot dreht sich einfach um dieses Crossdressing. Wenn ihr es euch aber trotzdem ansehen wollt, könnt ihr Himegoto jetzt in der Videobeschreibung bei Crunchyroll sehen. Die ersten 11 Folgen gibt es, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt schon kostenlos zum Ansehen. Für die 12. Folge müsst ihr dann leider ein Crunchyroll-Mitglied sein. Das war mal wieder eine neue Folge Bullshit, mal endlich wieder überhaupt ein Video und ein bisschen vor einer anderen Kulisse hier, die jetzt wohl immer und öfter hier auch auftreten wird. Was ich besser machen könnte, könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Oben findet ihr Twitter. Unbedingt mal reinschauen und unbedingt folgen, denn ich bin richtig, richtig aktiv auf Twitter. Facebook und Instagram findet ihr oben auch. Instagram gibt es immer schöne Bilder aus meinem Leben. Auch mal in die Videobeschreibung gucken, da gibt es meinen Vlog-Kanal. Da sind auch schon ein paar Videos raus und da gibt es immer mal was aus meinem Leben, was ich gerade erlebe und bla bla bla. Ansonsten abonnieren nicht vergessen, wenn euch der Stuff gefällt. Da gibt's noch mal ein paar Videos. Ansonsten bis zum nächsten Mal und tschö tschö.